Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir haben in der letzten Folge ja wieder hier ein bisschen rumgefuhrwerkt. Und hier werden gerade die letzten Blocks und alles mögliche aus dem System gepumpt, damit das hier sauber verarbeitet werden kann. Jetzt seht ihr schon, Steel wird an den Pranger gestellt, Steel wird ausgegossen. Jetzt kommen die Massen hiervon am Pranger. Ich versuche jetzt hier in Masse das Ganze rauszuholen. Drei Blocks, hier sind es 10 Blocks, drei Blocks, ein paar Nuggets. Hier sind es halt ein paar Ingots, die da durchgehen. Wir lassen das Ganze mal machen. Ich schicke noch die letzten Anchors einfach rein. Scheiß drauf. So. Sollte hoffentlich noch alles passen. Ja, perfekt. Nur einfach so, dass das Iron als letztes wieder durchschießt. Weil die sind alle geradlinig, der Rest nicht. Ja, wir haben mittlerweile 72 Tough Alloy. Was natürlich bedeutet, wir können vom Reactor schon mal eins, zwei Sachen machen. Wir brauchen, wenn ich mich nicht irre, so einen Reactor. Fusion Reactor Port werden wir auf jeden Fall brauchen. Und es gibt einen Controller wahrscheinlich. Ich muss den bloß einen Fusion Reactor Controller. Fusion Reactor Coil. Das sind ganz andere Sachen, ne? Auf jeden Fall machen wir erstmal einige davon einfach mal. Oh, zwei Stacks schon. Oh. Was? Was? Warte mal. Lass mich noch rein. Wenn ich 5x5 machen würde, dann brauche ich 6 Seiten. Davon sind es 150. Mir fehlen noch 10. Import zu machen ist Fusion Reactor Casing. Ja, okay, da brauche ich immer die Casings für. Aber ich brauche im Grunde down die Casings. Was ja gar nicht so schwer ist jetzt eigentlich. Wenn ich mir so anschaue. Coal? Ich brauche Coal Blocks. Ich brauche Coal Blocks. Hier ist Coal und Coal mache ich so. Von daher auch nicht viel. Schauen wir mal einen anderen Weg. Es gibt ja wahrscheinlich einige Wege noch. Vielleicht sollte ich auch mal Kohlemasse umwandeln. Schauen wir einfach, wie Ding jetzt ausschaut dann. Und dann tun wir Kohle an Städten einsetzen. In Zukunft will ich da eh noch ein sehr kompaktes System machen. Ich habe mich jetzt doch schon mal um einiges informiert. Und habe einiges herausfinden können über Techniken. Wie schaut es denn aktuell mit Lead aus? Lead. Wir haben 700 davon. Wir haben. Ja. Ich glaube, er kriegt gar nichts. Wie kann das sein? Ja, er kriegt nur noch ganz, ganz wenig davon. Lead haben wir großteils schon verbraucht. Hier sind dauernd natürlich stackweise das Zeug drin. Das Ding kann aber auch gleich keine Updates haben. Aber ja. Oh, der Tank ist fast voll. Der Fluid Storage Tank ist fast voll. Kann ich das irgendwie... Kann ich Bottles zum Beispiel machen? Und die damit füllen? Geht das? Nein, oh, das war gut. Experience. Gibt's doch dieses komische Ding hier. Ah, ein bisschen komplizierter schon. Na okay, den haben wir jetzt noch nicht. Aber gibt es denn nicht so ein... So ein Experience Shower oder sowas vielleicht? Dass ich das irgendwie... machen kann... Magnet. Eine Schauer vielleicht? So eine Schauer, so eine XP-Schauer? Nein, jetzt nicht. Oder ich habe dann flüssige XP und habe keinen Plan, was ich damit anfangen kann. Fluid Storage Tank. Okay.
Convert fluid into items. Hm? Das hört sich eindeutig spannend an. Basic Fluid Tank. Basic Fluid Tank, okay. Tank, schau mal. Dann haben wir einen Advanced Fluid Tank. Da habe ich den dann hierfür. Elite Fluid Tank. Okay, das Zeug habe ich nicht. Wie fällt denn der? 28.000. Okay, nicht andersweise so viel wie der andere. Storage Tank. Noch ein Fluid Cable. Es hat eh lange gehalten, das darf man jetzt auch nicht irgendwie verneinen in dem Fall. Wir gehen auch schon XP rein, das Ding ist unten über fast schon voll. Was wir hier machen können, ich glaube der Inscriber war jetzt das neue. Nee, warte mal. Du musst nach hier unten und du gehst nach hier oben, wenn ich will. Wie war denn das für die Golddinger? Ach, wir brauchen Gold dafür. Gut, passt. Haben wir hier Buckets drin sind, what? Gut, jetzt haben wir ein paar Printed Logics noch. Du musst noch zu. Wo ist denn die Kohle jetzt wieder? Du musst jetzt noch zu Graphite werden. Damit wir da vorankommen. Was hast du da? Unspressor, Refined Obsidian. Okay. Weil mit dem neuen Ding können wir wahrscheinlich um einiges mehr Strom produzieren. Was natürlich schon mal vielleicht entzug das Ganze hier ein bisschen obsolet macht. Ich weiß gar nicht, wie wir bringen das aktuell raus. Total 40. Show Recipes. Okay. Blazing. Macht 500 dann schon her. Blazing Ethereum, aber wie kann ich denn das am besten kreieren? Jetzt muss ich doch am besten Sulfur, Redstone, Blaze Powder. Sulfur, uff. Okay. Ja. Wie gesagt, aktuell sind wir nicht wirklich effizient. In dem Fall. Schauen wir mal, was macht denn hier am besten. Aber das ist halt auch nur die Menge, die an FEG produziert werden können. Wirklich gut geht es halt hier nicht. Kann ich ja sehen, wie viel hier aktuell Duft ist. Das wäre cool. So, jetzt haben wir hier das Graphite. Ich hole noch schnell ein bisschen Coal. Damit wir ein bisschen was auf Lager haben. Beziehungsweise ein bisschen Graphite machen können. So. Dann Reactor. Reactor Casing. Zwei Stacks sollten. Ne, geht wieder nur ein Stack. Schade. Aber wir können dann Reactor Casing weitermachen. Perfekt. Und haben gleich noch ein Stack. Passt doch perfekt. 204. So, ich hätte gern eins von euch. Sollte ja rein theoretisch schaffen. Place this block in the shell of a fusion reactor in place of some reactor casing, but not in the top or bottom sides. If a controller is attached to the reactor structure, then its inventory and stored energy can be accessed by automatic through this block. Ich hätte gerne einen Controller. Ein Fusion Controller. Ist der von dem Nuclear Class? Okay. Nuclear Furnace. Okay, was will ich mit Advanced Plating? Holy shit. Was fehlt jetzt da? Basic Plating? Ja, ich habe kein Basic Plating mehr. Oh, das Basic Plating macht mich nur fertig. Nochmal Kohl. Das Basic Plating hier. Das ist ja der Wahnsinn. So, das ist jetzt Graphite Dust. Dann geh du hier rein. Zack. Reactor. Nein, wir machen einfach immer wieder. Fusion. Fusion.
betätigen. Ein Stack Platings. Gut. Und dann brauchen wir halt den Controller. Fusion Reactor Controller. Controller. Dann haben wir hier den Basic Controller. Ne, warte, das ist jetzt ein falscher. Da ist er. Magnesium Detroit Tough Alloy. Gottes Willen, kompliziert. Ah. Da kann ich zwei von machen. So, dann brauche ich vier von euch. No, mir ist das Tough Alloy ausgegangen. Als ob mir das jetzt ausgegangen ist. Shit, Machine Casing. Dafür brauche ich auch Tough Alloy im Stil. Ah, das habe ich alles. Und hier brauche ich Magnesium. Das wird aus Boron und Magnesium hergestellt. Aha. Mhm. Okay. Ich brauche mal kurz eine Chest. Ich will einfach nicht die ganzen... Cheat, genau. Ah, scheiße, Chest. Wir müssen eine blöde, simple Chest einfach hier haben. Eine Doppelchest, dankeschön. Habe ich... Oh, habe ich aus Versehen gemacht, geil. Ach, guck mal, ich habe ein paar von den Pure Never Dinger gemacht. Das ist cool. Ich will die ganzen Scrubber hier rein tun. Und die ganzen Teile, die ich davon gemacht habe, auch schon. Damit ich einfach weiß, wo was aktuell ist. Sonst verliere ich aktuell wieder. Dann kann ich das, wenn ich es brauche, immer direkt hier rausnehmen. Und weiß schon, dass ich das dann hier habe. Im E-Drive zum Beispiel habe ich hier. Den Rest kann ich ja meinetwegen jetzt wieder zurück ins Netzwerk schmeißen. Weil ich einfach mal Platz gleich, weil ich jetzt wieder unterwegs bin. Ich brauche Minecart. Minecart. Ein simples Minecart, das wird schon reichen. So, dankeschön. Wir nehmen zwei mit zur Sicherheit, falls es kaputt geht. So, dann jumpen wir mal in die Lost Cities. Weil da steht ja unsere Maschine noch rum. Und dann schauen wir, was die noch gefunden hat. Ich kann hier runter auch eine Schiene bauen, ne? Das wäre natürlich easy. Und dann schießen wir schnell zu einer anderen Insel und tun die mal abgerasen. Und schauen, wie viel Boron wir da rauskriegen. Dann sind natürlich auch alles Energie, die schwarzen oder diesen. Wie heißen es denn jetzt wieder? Diese Energiebällchen da, die sind im Grunde auch. Pure Energie. Ja, dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir. So. Zum erstmal die Maschine. Ich habe aber die Vermutung, dass er die ganze Batterie leer gesogen hat. Nee, hat er nicht. Cool. Abnehmen. Hier reinschauen und schauen, dass man das Ganze irgendwie noch mitnimmt. So, okay. Jetzt kommt der mit und dann fahren wir zur anderen Insel und schauen, dass wir noch Boron und so ein Zeugs kriegen. Let's go! Let's do this. Was Leggy denkt. Es spawnt Insel. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ah, da ist schon die nächste. Perfekt. Wie schaut denn die kleine Welt hier aus? Erstmal wieder. Und er
erstmal voll gebaut worden. So schaut das. Bedeutet erst jetzt mal schön mittig hier aufstellen, dich hinstellen, den Roboter hinstellen. So. Dann das Stromkabel platzieren und ihn resetten und starten. Hier ist aber irgendwie nicht so meinen. Ich höre dich. Ach, du bist da unten. Wie gesagt, ich tue gerade eure Erde hier ausbuddeln. Ich nehme alles mit, auf was ich Bock habe. Ist Sig Touch on? Ne, Eject ist noch an. Delifian Boron. Oh, so viel Boron, oh, so schön. Magnesium, Tritanium, Thorium, Lithium, Nickel, Silberboron. Also das ist alles wieder nur in normaler Form. Das ist nicht gleich Physik. Also ich brauche auf jeden Fall Boron. Das ist schon mal klar, weil Boron brauche ich. Tin, Silber, Nickel, Lithium. Lithium kann ich brauchen. Magnesium kann ich brauchen. Zinn. Achso, das war mein Miner. Ich habe mich von meinem eigenen Miner gerade erschreckt. Auch nicht schlecht, oder? So, okay. Okay, ich werde die zwei Sachen eh nicht mitkriegen. Aber so viel wie möglich mitzunehmen, ist doch gar nicht dumm. Alter, wie viel? Wahnsinn! So, ich werde noch hier so klicken und das mitnehmen und mitnehmen und mitnehmen. Das ist doch komplett bescheuert. Nacht wird es ja eh noch nicht, von daher. Du hörst im Hintergrund Abbau, das ist doch schon funny, oder? Das ist doch viel for funny. So, wie viel haben wir noch? 75? Schauen wir mal, ob wir überhaupt noch was mitnehmen können. Manche Sachen gehen schon teilweise gar nicht mehr. So bestimmte Sachen, aber schauen wir mal, was er noch alles aus dem Boden holt. Tritanium. Was wir alles noch mitnehmen können dann. Thorium. Haben wir noch ein bisschen Boron bekommen vielleicht? Boron? Wäre so cool. Müssen wir auf jeden Fall mal eine Ender-Chest rein theoretisch machen, weil dann kann ich das rein theoretisch als Remote rein- und rauspumpen. Das ist ja cool. So, okay. Ah, ich stoppe das Ding mal, weil es hat jetzt alles gefunden. Jumpen zurück. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.